Im Osten der Ukraine wird nach wie vor heftig geschossen. Der Informationskrieg tobt und die Weltpolitik, die bereitet sich auf eine endgültige Eskalation vor, inklusive der Massenflucht. Auch Österreich hier hat heute Bundeskanzler Karl Nehammer aufgerufen, ein Sicherheitsbriefing zu veranstalten mit dem Krisenkabinett und den Parlamentsclubs. Jetzt via Skype mir zugeschaltet ist der Präsident der Ukrainian Austrian Cult Association in Kiew, Herr Alfred Braus. Schönen Nachmittag. Tag. Grüß Gott, freut mich. Womit kann ich Ihnen dienen? Herr Braus, Sie sind ja jahrelang bereits sesshaft in der Ukraine. Vielleicht gleich zu Beginn für unsere TV-Zuseherinnen und Zuseher. Was hat Sie denn eigentlich in die Ukraine verschlagen? Schauen Sie, ich habe 25 Jahre Industriekarriere bis Vorstandsebene, vormals RHI-Gruppe, danach Sanierung Wagner Biro. Und bin in einem Sabbatical von einem Freund der Familie, von einem Unternehmer gebeten worden, ihn in die Ukraine zu begleiten und bei einem Projekt zu helfen. Dann bin ich hängen geblieben, habe zwei Unternehmen gegründet hier in der Ukraine. Krise 2008, wollte ich zurückgehen, habe dann aber meine heutige Frau kennengelernt. Inzwischen ist unser Sohn 12 Jahre alt. Meine Frau ist Solistin der Nationaloper Ukraine, die bekannteste Sopranistin der Ukraine, hat auch in Wien schon einige Konzerte gegeben über meine Vermittlung. So, deswegen Kiew und nicht zurück nach Wien. Ich wollte sie nicht entwurzeln, weil sie ist eine Operndiva da. Herr Braus, die Lage, die spitzt sich jetzt zu in der Ukraine, in Kiew noch ein wenig normales Leben unter Anführungszeichen. Wir haben ja vorab schon ein wenig geplaudert. Sie haben gemeint, dass es momentan noch keinen Grund gibt, die Stadt bzw. das Land zu verlassen. Im Grunde genommen läuft das Leben in Kiew fast normal. Man sieht beim Einkaufen in Supermärkten, es hat ja alles offen. Die Banken, die Restaurants, die Supermärkte, die Oper. Meine Frau ist bei einer Probe für eine Hauptrolle und so weiter. Und in den Supermärkten sieht man vielleicht, dass die Leute Vorräte kaufen, mehr Wasser kaufen, vielleicht Kerzen kaufen, Streichhölzer und einen Vorrat an zum Teil Dosenessen. Vielleicht soll es einmal Probleme geben, ein paar Tage durchzukommen. Aber das ist am Rande. Es gibt weder einen Run auf Banken, sie bekommen normal ihr Geld. Es geht das Leben normal weiter. Nur natürlich in den sozialen Medien. In den Medien wird relativ viel berichtet. Die Bevölkerung ist aber nicht panisch. Ich würde sagen, es gibt eine gewisse Unruhe und eine etwas gedrückte Stimmung. Das heißt also zurzeit noch keine Angst und Panik, dennoch bereitet man sich vor. Jetzt möchte man natürlich die Invasion Russlands mit aller Gewalt vermeiden. Auch hier hat Präsident Joe Biden jetzt mit Wladimir Putin generell prinzipiell hier zugestimmt an einem Gipfeltreffen, wo man sich nochmal gemeinsam zusammensetzt und über die Situation nachdenkt und gemeinsam plant bzw. bespricht, wie es weitergehen könnte. Glauben Sie, dass es dieses Mal mit Vernunft und Diplomatie noch zu vermeiden ist, diese Invasion? Naja, es gibt ja verschiedene Meinungen von durchaus allseits sehr arrivierten Leuten. Es gibt auch die Meinung, dass Putin eigentlich nur Drohgebärden macht, sich wichtiger zeigt, als er eigentlich ist, mit militärischem Aufmarsch. Ich würde auch persönlich bezweifeln, wie fast alle Ukrainer, einschließlich Nachrichtendienst und so weiter, dass es eine Vollinvasion gibt. Und wenn es auf Kiew geht, dann ist ja eigentlich das Ziel, ich glaube, ich bin mir hier einig mit den meisten Analysten, der Sturz der Regierung, der Sturz des Präsidenten und die Einsetzung eines Marionettenregimes. Wenn das dann dazu führt, dass es wieder einen Aufstand, eine Revolution gibt, dann sitzt Putin im Schaukelstuhl und schaut zu, ich zitiere jetzt sehr burschikos, wie sich die Ukrainer gegenseitig die Schädel einschlagen, dann muss er es selbst mit seiner Armee ja gar nicht tun.
Herr Braus, gibt es eigentlich noch jemanden, der an eine friedliche Lösung glaubt? Abgesehen von dem sehr zuversichtlichen ukrainischen Präsidenten Selenskyj scheint es in Europa nur einen Präsidenten, nämlich den französischen Präsidenten Macron, zu geben, der an eine friedliche Lösung glaubt. Alle anderen Politiker und Staatschefs, die sind eher weniger zuversichtlich. Naja, was ist friedlich? Es gibt ja den hybriden Krieg, der schon lange begonnen wurde, wo es vor Monaten, Wochen schon Drohungen gegeben hat, täglich. Verminung von Schulen, Bomben in Schulen, Bomben in sehr großen U-Bahn-Stationen, tägliche Evakuierungen, nicht nur in Kiew, in Lemberg, in Kharkiv, in Odessa etc. So, was ist Krieg? Ich glaube nicht. Und da bin ich mir einig mit Leuten wie Andreas Umland, der ein sehr anerkannter Analyst ist, internationaler Analyst, dass es einen klassischen terrestrischen Krieg mit tausenden Panzern und so weiter geben wird. So, alles andere ist natürlich denkbar, aber einen Bombenteppich auf Kiew, mit dem rechnet niemand, auch nicht die internationalen Analysten. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich mit meiner Familie derzeit noch da bin. Herr Braus, jetzt gibt es auch viele Expertinnen und Experten, die bereits von einer nuklearen Katastrophe sprechen. Es gibt insgesamt die 17 Atomkraftwerke nach sowjetischem Vorbild in der Ukraine. Und wir haben alle die schrecklichen Bilder, die sich vor ca. 36 Jahren abgespielt haben, in Tschernobyl noch vor Augen. Wie sehen Sie denn die Lage derzeit in der Ukraine? Schauen Sie, Atomkraftwerke gibt es weniger, aber die haben natürlich verschiedene Aggregate oder wie man das nennt, Reaktoren, mehrere Reaktoren, bis zu 6, die Atomkraftwerke. Naja, Saporizhzhia ist ein großes Atomkraftwerk, das ist, ich weiß es jetzt nicht genau, aber vielleicht 100 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Wenn es dort Kämpfe gibt und verrückte und entgleiste lokale Militärmachthaber, dann ist schon natürlich denkbar, dass es hier zu einem provozierten Unfall kommt. Aber sonst wäre es wohl teilweise auch Selbstmord für die russische Seite, weil zum Beispiel das große Kraftwerk Saporizhzhia, das große Kraftwerk Rivne, das ist relativ nahe an Russland und da schadet man sich ja selbst. Vielleicht Chmelnytskyj liegt mehr im Inland, im Ukrainischen, aber auch da, Tschernobyl hat sie die Auswirkungen bis Österreich gegeben. Vergiftung der Pilze, Verstrahlung der Pilze und ich weiß nicht was alles. Also ich würde das, wenn es halbwegs vernünftig zugeht, als undenkbar ansehen. Allerdings, noch eine Bemerkung dazu, wie man hört, ist ja Putin in seiner Entscheidung wahrscheinlich nicht alleine. Es gibt hier einen Zirkel, sagt man, von vielleicht 3, 4, 5, 6 Personen, die hier die Entscheidungen treffen. Also es ist wenig wahrscheinlich, laut Analysten, dass es hier Standalone-Entscheidungen von Putin selbst gibt. Die müssen doch irgendwie abgestimmt werden. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer, wenn er, Burschikos wieder gesagt, wahnsinnig wird, den Knopf drückt, doch vielleicht nicht so groß. Die ganze Welt berichtet derzeit natürlich über die Ukraine. Ein ganzer Informationskrieg ist auch hier ausgebrochen. Wie sieht es denn derzeit innerhalb der Ukraine aus mit den Informationen? Wie werden die Bürgerinnen und Bürger derzeit am Laufenden gehalten? Also der Staat ist sicher nicht so versiert und so professionell in der Information der Bürger. Es gibt aber in der Ukraine ein sehr ausgeprägtes soziales Netzwerk, Social Media, deutlich stärker sogar als in Westeuropa, meinem Empfinden nach. Und da laufen natürlich sehr viele Informationen mit dem großen Risiko, dass es hier einen großen Anteil, und das ist eigentlich Tatsache, an Fake News auch gibt. Und da gibt es natürlich viele, die das nicht wirklich unterscheiden können. Das heißt, meiner ehrlichen Meinung nach sollte der Staat mehr machen. Nur bedenken Sie bitte, dass die großen TV-Kanäle, und das sind eigentlich die Medien, die der Staat zur Verfügung hat, mehrheitlich und meist in der Hand der Oligarchen sind. Das ist nicht wie in Österreich der ORF,
oder in Deutschland ARD und ZDF und BBC in Great Britain, die sind gar nicht so leicht zugänglich, weil da sagen die Oligarchen, ja, wenn du zahlst, kannst du Meldungen in eigener Sache machen. Das ist in der Ukraine nicht so einfach mit TV. Herr Pausner, sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch und liebe Grüße nach Kiew. Gerne, herzlichen Dank und gerne wieder, wenn es Informationsbedarf gibt. Auf Wiedersehen. Ja, soweit eben der Bericht aus Kiew. Wir halten Sie natürlich auch weiterhin am Laufenden.